So, ein Stern leuchtet uns also den Weg, Leute. Willkommen zurück bei Paper Mario the Origami King. Ich habe mich da jetzt ein bisschen mit befasst und siehe da, hier ist sogar ein Stern. Mann, ich bin einfach bloß irgendwie manchmal zu blöd für die Rätsel. Man sieht ihn ja hier. Seht ihr das? Hier ist eine Spitze noch. Und hier, jetzt soll es reichen. Ja, das ist der Stern mit all seinen Ecken. Und so bekommen wir die Treppe, um weiterzukommen. Gar nicht mal so schwer. Tut mir auf jeden Fall leid. Komme ich hier durch vielleicht? Nee. Also die Risse in den Mauern schauen immer halt so aus, als ob man weitergehen könnte. Aber gut, so. Wir gucken auf jeden Fall, was es noch heute so zu sehen gibt hier in diesem Tempel von Chamses. Ah, die schwarzen Schallgeister. Ja, auf euch habe ich schon länger gewartet. Was fällt euch eigentlich ein? Halt! Wir müssen dich durchsuchen. Okay, dann kommen wir fighten. Ist dann euer Problem, wenn ihr ja irgendwie stirbt oder so. Keine Gewährleistung nehme ich dafür. Also ich habe ja auf jeden Fall schon eine Idee, was ich machen muss. Oh. Jetzt sind die beiden auf dem dritten halt, ne? Ja, dasselbe muss ich dann hier machen mit beiden auf dem vierten. Das geht aber gar nicht. Wisst ihr was? Haben wir schon länger nicht gemacht. Wir haben 13.000 Toadies. Gib doch bitte. Nicht abwerfen. Ja, toll. Okay. Na, ach so, ich sehe gerade, das ist eh einfacher, als ich dachte. Oder ist es das? Hm. Ah, wisst ihr was? Ich mache es jetzt einfach so. Passt schon. Ist nicht richtig, aber mein Gott. Dann werde ich hier schon den Großteil mit den Hammern besiegen. Die Scheiger sind ja eigentlich nicht stark, aber es kann sein, dass die Schwarzen etwas stärker sind. Das kann halt wirklich gut der Fall sein, aber mehr als 15 werden die nicht haben. Genau das dachte ich mir. Hammer Bros kämpfen wir auch. Ich denke mal, die sind recht stark, auf jeden Fall. Wir haben gerade 15 Damage gemacht und nochmal 14, okay. Na, immerhin, ja, sehr gut. Du hast mir wieder nichts getroffen, lieber Toad. Oh, die opfern ihn, okay. Okay. Also ist mir wirklich... Ah, oh, was macht ihr hier? Und weg. Jawohl. Ja, also die Shy Guys sind halt wirklich nicht stark. Ich bleibe dabei. Okay, ich merke schon, ich muss es jetzt... Ja. Ach so, nein, das ist noch nicht richtig. Ja, dann nochmal zurück, bitte. Ja, man muss hier halt erstmal eine Lücke entstehen lassen. So, deswegen hat man noch 3 Versuche. So, und jetzt nochmal zurück. Alles klar. Jetzt habe ich wie viele Versuche? Einen. Okay, dann benutze ich die Glitzerstiefel. Ah, die reichen auch wahrscheinlich nicht aus. Naja. Wenn der Toad immerhin meint... Oh, 24, seit wann denn so viel? Ah ja, die haben 25, wie mir scheint, weil die... Ja, perfekt. Toad, du bist einfach eine Maschine, wenn du triffst. Darf ich dir das sagen? Der gefühlten halben Boss, den er da besiegt. Ah, Glitzerstiefel, wirklich nett. Dankeschön. Ich mag sie auch sehr gerne. Okay, dann, was habt ihr denn bewacht? Zeigt es mir. Eine Disco? Ehrlich jetzt? Also, das ist richtig spaßig. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber ich fühle mich plötzlich so beschwingt. Mir fehlen die Worte. So etwas bei allen Studien noch nie untergekommen. Und das Juwel an der Decke ist einfach atemberaubend, was sich wohl darin befindet. Ich wage zu behaupten, es gehört. Tut mir leid, dich zu unterbrechen, Professor, aber das ist die Luftschlange. Sie scheint durch die Tür da zu führen. Ah ja. Hey, DJ! Du nennst das Musik? Für mich ist das nur nervtötender Lärm. Hör auf mit dem Blödsinn und leg auf, wozu ich tanzen kann. Wenn ich nicht gleich am Grooven bin, wäre das ein ziemlicher Gesichtsverlust für dich. Und zwar wortwörtlich. Jojojo, lass mal stecken. Ich finde schon Grooviges. Mario, rette mich. Der Typ ist echt schräg. Er will das ganze Zeit groovige Mucke vor mir und eine Kesse Sohle auf Parkett zu legen. Sehe ich aus, als hätte ich 100 Jahre alt? Ich bin DJ, ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Wird mir mein Gesicht nehmen, mein Gesicht, hilf mir. Nein, nicht dein Gesicht.
Du brauchst es doch für deine Sonnenbrille. Trotzdem, der Song war eben doch total groovy. Super Bass, Tanzmaterial, wie ich als Fachmann sagen würde. Ich weiß nicht, ich werde aus seinem Musikgeschmack nicht schlau, aber er ist von seinem Ansehen dann sehr überzeugt. Ihm hat keiner von den Songs gefallen, den ich aufgelegt habe. Er kommt auch nicht zum Raum daraus. Jedenfalls habe ich auf dem Weg hier ein paar Discs verloren und da kommst du ins Spiel. Vielleicht ist auf den Discs etwas drauf und diesen Typen gefällt. Ich versuche es, etwas Zeit zu verschaffen, während du suchst. Finde die Discs und bring sie mir zurück. Ja, es sind insgesamt 4, ich habe aber nur 2. Oh, wer immer in den Traum da ist, im Raum da ist, muss derjenige sein, der die Toads ihren Gesichter geraubt hat. Wir müssen ihn also irgendwie... Wie? Ich glaube, wir eigentlich, aber okay. Aus dem Raum herausbekommen und den Toads ihren Gesichtern zurückgeben. Aber welche Musik könnte groovig genug sein, damit er herauskommt? So, ich schaue mich hier erstmal um. Ich weiß halt wirklich nicht, wo noch 2 sein sollen. Auf der Tanzfläche ist jetzt auch plötzlich einfach leer. Okay, schade. Ich dachte, ich darf ihn vielleicht irgendwie, keine Ahnung, hinnehmen. Ich frage mich aber wirklich, wo noch 2 Lieder sein sollen. Ah, da geht's noch weiter, okay. Ich habe ja schon 2, ne? Das weiß ich noch. Ah, da vibriert sogar, wie cool. Ja, okay. Interessant auf jeden Fall, was wir hier machen. Ah, hier ist die Röhre. So, also kommen wir hier direkt raus. Das ist super. Wenn ich hier reingehe, sehen wir das Ganze ja nochmal. Aber wir waren ja dort sowieso, deswegen. Und wir waren auch recht gründlich, würde ich sagen. Wie schaut es denn eigentlich gerade aus? Löcher geht's ganz gut. Schatzminis, ah, gibt es nur 2, okay. Ja, gut. Toads ist halt so, kann man vermutlich, bekommt man erst, wenn man die Gesichter ihnen zurückgibt. Oder kann man die überhaupt retten? Ich schau mal nochmal. Ja, okay, man muss ihnen die Gesichter zurückgeben. Die Fähigkeit habe ich aber leider noch nicht. Tanz mit uns. Okay, von mir aus, ganz ehrlich. Wird eh wieder ein aufwendiger Kampf, wo ich dann, keine Ahnung, vermutlich 1000 oder so bekomme. Oh Gott, was soll man denn hier machen? Ich probiere einfach mal was. Ich ignoriere einfach mal die Shy Guys. Ganz ehrlich. Keine Ahnung, so. Ah ja, okay. Egal. Ja, die kann ich tatsächlich alle rausnehmen, weil die haben alle nicht mal 10 Leben. Zumindest wenn ich jetzt alles perfekt treffe. Aber ich mache mittlerweile 13 mit den Stiefeln. Okay, früher waren es ja 11. Das ist super. Ja gut, dann kann ich jetzt tatsächlich nochmal 3 rausnehmen mit dem Hammer. So, und dann gibt es ja nur noch die Buhus. Wenn der Toad treffen würde, wäre es mega geil. Weg mit euch. War nur Spitze? Naja. Ich habe sogar noch einen Versuch. Ah, okay. Dann würde ich sagen, nehme ich den... Vielleicht hilft der. Vielleicht ist der Glitzerhammer gut genug. Oh, perfekt. Ja, oho. Der ist ja extrem stark. Oh, und ihr seid auch schon tot? Ja, okay. Ein Scheiger ist noch da. Krass. Sehr gut. Danke, lieber Toad, dass du getroffen hast. Also, let's go. Der wird ja wohl kaum noch was aushalten. Heck. Bye, bye. Ja, das war ein schöner Kampf. Okay, da keine zweite Welle. Habe ich ehrlich gesagt schon erwartet. Okay, das war irgendwie einfach. Kann ich euch helfen? Nee. I'm sorry. Hoffentlich irgendwann dann. Hä? Ah, ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab? Oh, ein neues Rätsel. Ha, gut, dass ich das bis jetzt immer kapiert habe, als wir Rätsel hatten. Oh je, was gibt's denn hier alles? Wieso höre ich gerade den Sound nicht, wenn ich Schnipsel werf? Ist gerade richtig komisch. So, ich glaube mal, den lasse ich jetzt erstmal leben. Oh mein Gott. Ach, das ist Memory. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ja, untersuchen wir das mal. Die Spuren sieht aus, als hätte hier irgendwas über den Boden geschleift. Ah, ich weiß schon. Nicht? Okay, anscheinend doch nicht so. Wie komme ich denn da rein dann? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, und jetzt... Oh, schön, ich krieg viele Schnipsel wieder zurück. Oh, komm, wir besiegen... Ja, wo ich mag ihn jetzt nicht besiegen. Wie macht man das denn? Ah ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn angeschlagen. Wenn ich jetzt den anderen... Ach so, ah, so macht man das. Du bist nicht stark genug, um alleine aufzumachen und ich kann dir nicht helfen. Was soll ich jetzt machen? Naja, wisst ihr was, ich hole mir auf jeden Fall erstmal die Disc.
Maxi Power, eine Platte des DJs. Maxi Power. Okay, dann haben wir schon drei, ne, soweit ich mich erinnern kann. Ja, hier soll mal was Schweres draufgestanden haben, aber was denn? Wie komme ich da denn hin? Ja, ich untersuche es nochmal. Hätte ich hier etwas über den Boden geschleift? Ah, hier. Hä, und wie durch die Wand da? Verstehe ich nicht. Ah, ich sehe schon. Ja. Okay, ich habe es verstanden. Und dann, wenn wir... Achso. Macht auf jeden Fall Sinn. Ah, wir haben... Ja, oh mein Gott. Ich habe ja so ein bisschen Trauma von den Blöcken, habe ich das Gefühl, ne? So, dann frage ich jetzt mich, welche Hilfe wir erlangen, um dieses Rätsel zu lösen. Oh. Okay, erstmal keine. Ah, oh Gott, ich habe immer Angst, dass hier Fallen sind, ne? Schaut halt auch voll danach aus. So, sind es auch alle Löcher? Jawohl, es läuft, Leute, es läuft. Jetzt fehlen uns ja noch natürlich die Toads und ein Schatzmini. Ah, ich dachte, ich löse hier irgendwas Böses aus. Löse ich vielleicht jetzt, wenn ich es mir nehme. Du Hund. Ich mache das jetzt jedes Mal. Ah. Okay. I mean, why not? Jawohl, okay. Das war klug. Wir haben alle vier. Shower Thrill. Eine Platte des DJs mit dem Titel Shower Thrill. Aha, Opfer. Sehr gut. Und wenn wir hier durchgehen, wo kommen wir denn da raus? Ah ja. Alright, aber ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und möchte ich auch irgendwie? Nee. Okay, ja, uns fehlt halt immer noch der Schatz Mini, ist die Sache. Jetzt ist hier immer noch dasselbe, vermutlich, ja. Okay. So, ich gebe jetzt auf jeden Fall den DJ die Platten, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt, wie gesagt, alle vier und genau. Deshalb würde ich das jetzt als allererstes machen. Ich finde es auf jeden Fall cool, wie das wieder alles zusammenhängt. Und bevor ich irgendwas mache, würde ich sagen, ich speichere mal und gehe kurz noch da hoch. Ich kann hier sowieso nichts machen. Meine Hüften kommen ja nicht zum Schwingen. Mach jetzt die Tür auf, bevor ich Musik zum Grooven habe. Okay. Ja gut, keine Ahnung, wer sich da drin versteckt, aber ich habe auf jeden Fall deine Sachen. Hast du die Disc gefunden? Ja, hier. Alle vier. Das hier ist für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's. Kann tanze ich jetzt zu allen vier. Voll groovig. Groovig! Die Basslinie lässt deinen Körper Dinge tun, die ich noch nie für möglich gehalten habe. Halt! Moment, ich will auf meiner Tanzfläche nicht allein sein. Warum ist hier die tote Hose? Ja, hat die Stimmung gekillt. Ich lege hier keine Kesselsohle aufs Spaghett, wenn ich nicht alle anderen auf den Fetzen fliegen lassen. Na, wenigstens scheint es ihnen die Musik zu gefallen. Ah, wir müssen wegen der Tanzfläche machen. Normalerweise kriege ich ohne Probleme hier voll, aber der Typ lässt mich ja nichts spielen. Oh, vielleicht kriegen wir gesichtlosen Toads zum Tanzen. Hier nehmen wir die tragbare Musikmaschine an, das ist für schon drin. Lauf etwas herum, spiel Musik ab und ich garantiere dir, dass die Toads dir folgen. Wir brauchen so ungefähr 40, schätze ich. Viel Glück. Okay. Ja, wir kriegen hier schon mal 6. Oh mein Gott, okay, da muss man hier also alle Toads auch bekommen, habe ich das Gefühl. Okay, wir müssen also durch den ganzen Dungeon, sage ich mal nochmal. Ah, interessant. Interessante Mechanik auf jeden Fall. Ja, ich gehe dann jetzt... Ja, ich gehe erstmal zum Anfang. Also, mega cool. Okay, dann sind wir jetzt auf der Toad-Suche anscheinend. So, und ich denke mal, da drin verbirgt sich auch der Boss für die gelbe Luftschlange. Ist zumindest meine Vermutung. Speichervorgang ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Wir müssen halt jetzt ganz am Anfang nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang oder wie groß der Dungeon war. Und ob hier am Anfang noch überhaupt Toads waren. Ich probiere es lieber mal. Nicht, dass wir hier irgendwo einen vergessen. Nee, anscheinend nicht. Okay, weil hier war der Eingang. Alles klar, ja, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja nicht, nicht allzu viel jetzt verpasst. Beziehungsweise nicht allzu viel Zeit, ne, verloren. Die Musik gefällt mir. Ich finde es cool, dass ich direkt beim ersten Versuch es geschafft habe, den richtigen Musikgeschmack zu treffen.
Ah. Moin. Du bist auf jeden Fall neu. Oh oh. Ah, das war einfach, muss ich sagen. Das war erstaunlich einfach. Ja gut, aber tatsächlich, so groß war ja der Tempel bis dato gar nicht. Frag ich immer noch, ob hier irgendwas ist, aber ich glaube einfach mal nicht. Das ist mega cool. Ich mag auch die Musik, ehrlich gesagt. Hi. Okay, immerhin mal jetzt wieder 9. Da hoch geht's ja noch nicht. Wo sollen denn noch so viele Toads sein? Ah, okay, hier komme ich hier hin. Aber so groß ist das doch gar nicht. Hm. Wo habe ich denn so viele gesehen? Habe ich irgendwo extrem viele Toads gesehen? Ah, wir müssen... Ja, tatsächlich, schau mal an. Überall, ja, ich glaube, wir müssen wirklich jeden jetzt. Und am Schluss kriegen sie bestimmt alle ihr Gesicht zurück. So, du kommst jetzt auch mit. Aber immer noch 32, das ist ja extrem viel. Sehen die jetzt eigentlich als gerettet? Schauen wir mal. Nee. Okay, sie müssen also wirklich ihr Gesicht zurückbekommen, dass sie als gerettet sehen. Ach so, natürlich, im Spinnennetz sind ja so viele. Okay, mal gucken, ob sie jetzt schon rauskommen. Das wird gespannt. Bin ich auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall gespannt. Hi. Sehr gut, wieder 3 Stück. Ich glaube, ich springe einfach mal. Darf ich? Nee. Nee, wie komme ich denn da hin? Ach, guck mal, die Gegner wollen mich nicht mal angreifen. Weil sie lieber Musik hören. Das ist ganz cool. Finde ich eigentlich echt gut gemacht. So, hier war auch keiner. Okay, uns fehlen halt noch 29, aber ich denke mal, mindestens 25 werden im Netz hängen. Ja, moin. Din, din, hi. Weiß nicht, ob ich da noch rein kann irgendwie. Ich glaube da, ja, wir gehen gleich als letztes da rechts hin, weil ich glaube rechts würden halt, komme ich zum Spinnennetz. Deswegen, hier ist keiner mehr? Nein, okay. Na gut, dann gehen wir zum Spinnennetz, wo die absolute Eskalation gleich stattfindet, wenn da alle Toads aus den Netzen springen. Das wird mega cool und oh mein Gott, als ob wir dann einfach zu 40 tanzen, das ist ja wieder epic. Also sie bauen sich auf jeden Fall auf, das ist echt krass, sie machen es immer noch besser, finde ich, bis dato. So, doch jetzt bin ich hier überhaupt... Ah, nee, ich bin hier falsch. Ja, toll, ich hoffe. ja doch, von hier. Genau, das meinte ich. Hier müssen doch bestimmt auch noch ein paar Toads sein. Könnt ihr mir jetzt helfen? Ah ja, die können mir helfen. So, ich mache jetzt mal Spinne mit... Was für Spinne? Das ist Sonne. Sonne mit Sonne. Ah, da ist noch ein Toadi. Ah, die wollen schon vorher nicht raus, okay. Zack, dann komm doch raus. Aha, wie cool. Okay, ich denke mal, ich bekomme hier alle restlichen. Ich mache natürlich alle auf. Geschafft, du hast die Archäologin-Naturtalent, Mario. Ja, okay, das ist jetzt der Weg dorthin, aber ich möchte trotzdem alles. Kommt mal her, Toadies. Umso mehr, umso stärker sind wir doch. Oh, nee. Als ob, wie nervig ist das denn? Also das ist ja absolut nervig. Mach ich denn da am besten? Ja, okay. Ah, einfach. Ich bin mir nicht sicher. Kacke. Ich glaube so. Ja, toll. Es wäre halt richtig, ne? Drecks-Toadies. Drecks, was rede ich? Toadies. Meine blöde Huhus. So, ist cool. Dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Part den Boss schaffen. Das wird ja mega nice. Ihr lebt alle noch, wie stark sind denn die Knochenteile, bitte? Beim 20er Damage. So, jetzt aber 38 und ihr seid alle weg. Ach komm, jetzt hättest du schon schaffen können. Also ein purer Fail gerade gewesen, ich geb's ja zu. Sind irgendwie krasse Goombas, keine Ahnung. Ja, die machen sogar die Angriffe der Goombas. Machen halt bloß doppelt so viel Damage. Jetzt kommen noch die Buhus und klatschen mich. Ja, einzeln sogar. Das ist mal gescheit an. Aber ich finde es so weird. Die gefaltete Origami-Zunge schaut einfach nur komisch aus. Okay, wie ordnet ihr euch denn? Wie soll ich denn? Ja, eben. Der eine ist ja komplett komisch. Okay, ich benutze wieder die Glitzerstiefel. Ich habe ja dann nochmal welche. So, oh mein Gott, uns hakt ja schon wieder überhaupt nicht an Geld. Ich hoffe, wir kommen bald wieder zu einem Typ, wo wir das ganze Geld ausgeben können. Und da die jetzt schon schwanken, würde ich sagen, normale Stiefel reichen auch. Ich denke mal, die haben 25 tatsächlich. So, Toadie, schaffst du's? Jawohl. 36 Damage, das hält halt wirklich keiner aus. Das ist super. Okay, ja, ohne den Anfang wäre es schon echt gut gelaufen.
Aber ich will trotzdem alle. Ich bin gespannt, ob da jetzt wirklich nur Gegner rauskommen. Das ist halt so die Frage. Tatsache, okay. Ja gut, dann... ja, aber das ist irgendwie so. Ich will trotzdem alles checken. Aber ich denke mal, wir werden schon alle Torts haben. Und ich flüchte jetzt, Tatsache, weil wir brauchen das wirklich nicht. Ja, okay, es war noch nicht ganz. Es war ein bisschen zu wenig. Das war doch perfekt, also wirklich. Ja, genau. Mhm. Und dann war es plötzlich zu viel. Ja gut, ja cool, ich habe noch genügend Leben. Cool. Oh Mann, jetzt komm, Flucht. Ich muss wirklich flüchten üben. Hallo, mobbt mich mal nicht so, ihr Buhus. Also ehrlich jetzt. Ja, es ist halt wirklich gegen Boos zu kämpfen. Ich hoffe, die bleiben nicht mehr allzu lang da. Ja, jetzt dachte ich es mir, es war doch wirklich perfekt. Also wenn es jetzt nicht geklappt hätte. Also ich probiere es jetzt nicht, weil... Oh, obwohl... Sorry, aber Herz muss ich jetzt schon probieren. Herz ist vorhin wieder einzeln, das heißt, da kann noch irgendwas sein. Oh ja, da ist auch noch ein Toad, okay. Ja, sag nicht, das ist KP Max. Doch, oh mein Gott, gut, dass ich nachgeguckt habe. Aha, sehr schön, 145 Leben haben wir jetzt. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario, und stärker wirst du obendrein. Sehr gut. So, dann hier soll noch mein Toad sein. Bitte, lass mich mal. Ja. Okay, ich glaube jetzt nochmal an jedem vorbei. Wenn mir irgendwas besonders auffällt. Das Dreieck, ah, das gibt's auch mehrmals. Okay, also das habe ich schon. Da ist noch ein Mond. Oh, ja, da ist ein Gegner drin. Oder? Nein, Mond war das Richtige. Hm, warum gibt's den viermal? Ah, weil es bei den anderen Gegner sind. Ja, ich will es halt einfach checken und das ist ein bisschen doof. Es fehlt ja auch noch... Nee, was fehlt mir denn überhaupt? Ja, ein Minischatz. Und es kann halt schon sein, dass da tatsächlich eine Truhe dann ist oder so. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, das war gar nicht so schwer, aber naja, ich will sowieso das Flüchten üben. Oh Mann, komm schon. Das war zu viel. Ja, das dachte ich mir schon. Verdammt, okay, das wäre echt... Ah doch, das... Na, das wäre echt einfach, ehrlich gesagt. Okay, wenn die jetzt nochmal so eine leichte Anordnung machen, dann besiege ich sie sogar. Ich glaube tatsächlich, das geht sogar echt schneller. Ich frage mich aber auch, wie viel Damage die jetzt eigentlich schon machen, weil ich habe Silberabwehr und das ist ja schon eigentlich gut. So, ja, okay, ich besiege sie jetzt. Komm. Perfekt. Würde ich immer am liebsten den Hammer nehmen, aber ich nehme wieder die Glitzerstiefel. Ich glaube, dass ich die besiege damit, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die anderen auch. Ich weiß, die gehen jetzt vermutlich kaputt. Ja, die sind schon rot. Ah, egal. Ja, Glitzerstiefel sind auf jeden Fall nice. Also, ihr lebt noch. Wollt ihr mich verarschen? So, dann Toddy. Jawohl. Immer, wenn ich auf ihn hoffe. Dann hilft er mir. Also, er ist echt ein guter Partner. Also, wirklich. Sehr zufrieden bin ich mit ihm. So, ich brauche das halt nicht mehr. Wisst ihr was? Ich glaube, jetzt hier nochmal, wie gesagt, überall ab. Aber ich glaube tatsächlich, hier kommt nichts mehr. Wir gehen jetzt runter und helfen allen Toad. Die da noch irgendwie festhängen. Ja, alles klar. Was ist denn das für ein Ritualraum? Oh, ich kann mir vorstellen, was hier abgeht. Sind wir jetzt hinterm Tor? Nee, weil hier wäre ja dann die Luftschlange. Was ich als erstes mache, würde ich sagen, ist... Ah, ja, perfekt. Wir haben den Tempel von Chamses, Schatzmini. Damit haben wir ja den 100%, oder? Nein. Ja, Toads noch. Okay, alle Toads muss ich retten. Aber ich denke mal, wir haben alle, nachdem wir hier waren. Ja, es stört uns doch nicht, oder? Was ist hier drin? Ah, okay, ja, es stört uns auf jeden Fall nicht. Let's go, auf alle Gegner. Woo. Fühlt sich irgendwie so langsam, obwohl ich einen Stern habe, weil es einfach in normalen Mario-Spielen, also in anderen Mario-Spielen, immer um einiges schneller geht. So, haben wir alle, ja. Ah, dafür bekommen wir sogar einen Faltkreis, vermutlich mit den Armen, ja. Und dann können wir schön das Netz rütteln und schütteln und diese Toads hier befreien. Ah, oder von dort. Ah ja, ich merke schon. Wir reißen es auf, alle fliegen runter.
Sind's alle? Ich hoffe es mal. Kommt nur alle mit. Ladet euch alle herzlichst ein. Oh, das sind aber nicht alle, oder? Doch, kann sein. Bitte seid alle. Ja, wir haben alle Toads. Das sind jetzt 40. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, ich auch. Okay, interessant. So, das ist auf jeden Fall toll. Ich hoffe mal, 40 Toads reichen in einem Tempel. Und dass wir dann halt hier wirklich alle haben. Oh, krass. Will noch mal kurz mal sagen, nur Cham City, kleine und große Sandwüste. Das haben wir einfach, das ist krass. Kleiner Papiersandwüste, ja, da weiß ich halt wirklich nicht, wo der Schatz Mini sein soll. Der kann ja überall sein eigentlich. Müssen wir uns mal nach dem Tempel, ja, gucken. Also ich hoffe, wir haben jetzt hier alle Toads, weil dann, ja, ist das auch abgeschlossen, ne? Bin sie, lasst mich mal in Ruhe. Ich weiß halt nicht, ich will hier nichts verpassen. Ich bin auch so dull, ich kann ja gar nichts verpassen, denn wir haben alle Toads und den Rest haben wir auch schon fertig. Also das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet mit dem Schatz Mini, aber es ist gut, dass ich ihn habe. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das überhaupt war. Hä? Okay. Interessant. Darf ich den besiegen? Nee. Ist jetzt ein etwas kürzerer Part wieder mal. Aber ich würde sagen, das war's von Paper Mario Origami King, weil ich denke mal, dass wir jetzt zum Finale kommen, zum Boss. Und das wird wieder mal den Rahmen sprengen eines Parts, weil da wären wir bestimmt wieder bei 40 bis 45 Minuten und das ist dann doch etwas zu lang. Deswegen, ja, bedanke ich mich fürs Ansehen aus dem Tempel von Chamses. Im nächsten Part werden wir ihn abschließen. Bis dorthin und ja, tschüss.